Moment, ich bin so froh, dass du da bist in diesem Team. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Danke. Nee, was ich sagen wollte ist, man merkt halt einfach, dass der Schurke Single Target viel, viel effektiver ist als ein Magier. Aber dafür ist ein Magier, glaube ich, auch nicht geschaffen. Echt nicht. So, vor uns lagern. Der Gefangene muss zum Tempel der Heiligen Asche. Das ist unsere einzige Chance. Ihr habt auch ohne dieses sinnlose Unterfangen. Ah, da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist. Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Bam. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Ich liebe so Menschen. Echt. Also hat hier eigentlich keiner von euch tatsächlich das Sagen. All unsere Anführer sind tot! Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Guck nur. Du Assi. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Ajo. Jetzt interessiert es euch also, was ich denke. Ihr tragt das mal. Ach, sorry, und du bist ihr so seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen, da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Ich sage, wir greifen an. Jo. Ich werde nicht lange genug leben, um eurem Prozess beizuwohnen. Was auch immer geschieht, geschieht jetzt. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Ach, das erinnert mich so sehr am Einser. Ich erinnere mich noch an diesen geilen Trailer, wo Morrigan sich jetzt als letzte Stelle beschwert, dass man hochläuft. Ha! Geil. Déjà-vu. Ich liebe den Einser, Kinder. Aber da kenne ich diesen einen OP-Trick und deswegen... nee, muss man nicht machen. Alles klar. Genug davon. Zurück zum Krieg. Okay, der ist geflogen. Gut, jetzt haben wir schon ein paar Sachen gekriegt, die man gebrauchen kann. Xandria, Morgenstern, Griffin Shield. Stilett. Nö. So, gehen wir mal eben ins Menü. Hier meine ich die Taktiken. Vielleicht habe ich auch Splitzfeuer dazu gekriegt, weil ich auf schwer gestellt habe. Aber. Nee, das glaube ich nicht. Das wäre sinnfrei. Alm Gandhi. Geil. Genau, hier. Verhalten. Ich kann quasi sagen, dass er seinen Mana und Ausdauer so lange zurückhalten soll bis 30%. Und Zielauswahl anschließend, das vom gesteuerten Charakter. Ja. Heiltrank, Reserve.
Da er Magier ist, stirbt er ziemlich schnell, also bleiben wir bei 30. Und das machen wir jetzt quasi für jeden. Du kannst alles ballern. Du beschützt das gesteuerte Charaktermitglied. Du bist ein Krieger, du gehst auf 20. Und ja, du bei dir, wie viel hatte ich bei mir? 30, glaube ich. Anschließen. 30 bleibst du auch. Und du, Mana Ausdauer 0. Nein, 0. Greifst auch an, du bist Joker. Ja, komm. Da hält es auch nicht so viel aus, aber muss sein. So. Hier, da seht ihr es. Menschen haben 2 verfügbare Punkte direkt am Anfang. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, was haben wir? Blitz haben wir, ne? Blitz. Da kommen wir sie gegen Blitz Maniac. Direkt. Also, ich erkläre euch später noch was zu den Dingern. Nein, wisst ihr, ich mach's jetzt. Hier, wir haben unterschiedliche Traits, Perks, wie auch immer. Der Geister ist eher der Supporter-Style. Hier dieses Barriere bauen ist halt Schutz, Schaden. Ein bisschen was von beidem. Aber wir gehen jetzt einfach mal komplett Maniac, wenn wir schon Souls dabei haben. Zack. Wenn ich angreife. Aha. Jawohl, hätte ich gern. So, und jetzt hier Taktiken. 65 Mana, 50 Mana. Du bist teuer, Mann. Deaktiviert und wir bevorzugen den Kettenblitz. Also das heißt, wie der Charakter, wenn er nicht gesteuert wird, hat er seine eigenen Zieren und weiß, was er wie zu setzen hat. Zum Beispiel den Schildwall. Deaktiviere ich. Herausforderung bevorzuge ich, weil sie soll ja alles tanken. Das heißt, ich muss alle Leute herausfordern. Taktiken. Du bevorzugst mal die Barriere. Wir wollen ja am Leben bleiben. Und Varric, Krähenfüße. Also sein, der ist ein spezieller, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Hab ich vergessen. Fallenmeister. Typ. Auf jeden Fall ist das ziemlich unnötig. Bis auf die Gift-Tinktur, meiner Meinung nach, ist der Rest ziemlich unnötig. Also, ich habe euch gesagt, ich habe nicht lange gespielt. Das stimmt auch. Aber ich lese gerne. Ja. Bah. Okay. Schaden ist real. Alles klar. Alles klar. Noch ein Riss ins Nichts. Zack. Was wollte ich sagen? Genau, ich lese ziemlich viel. Das heißt, ich habe relativ viel Ahnung von Spielen, bevor ich sie spiele, einfach weil es mich interessiert. Ja, genau, das war das. Das war die Erklärung dazu. Halt die Fresse. Geil. Okay, Overkill. GG. Wie viele Risse gibt es eigentlich? Wir müssen ihn schließen, um weiterzukommen. Dann sollten wir uns beeilen. Mindestens 2 Risse gibt es. Zack. So, und die springen rum. Einer ist 2. Egal. Easy. Ha, schwer. Was ist hier los? Okay. Ihr habt ihn ebenso geschlossen wie den letzten. So langsam bekommt ihr Übung. Danke. Dann hoffen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Lady Cassandra, ihr habt es geschafft, den Rest zu schließen. Gute Arbeit. Beglückwünscht nicht mich, Kommandant. Es war das Werk des Gefangenen. Tatsächlich? Nun, ich hoffe, Sie haben recht, was euch betrifft. Wir haben zahlreiche Leute verloren, um euch hierher zu bringen. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde mein Bestes geben. Mehr verlangen wir auch nicht. Der Weg zum Tempel sollte frei sein. Liliana wird versuchen, dort zu euch zu stoßen. Dann sollten wir uns beeilen. Verschafft uns so viel Zeit wie möglich, Kommandant. Der Erbauer möge über euch wachen. Um unser aller Willen. Guter Mann. Hilft einfach. Guter Mann. Er ist ein Kommandant und hilft einem Soldaten. Was ist los? Wer hat den denn so viel Ehre eingepumpt? Was ist denn los? Geil. Geil. Einfach geil.
Ja, war Cullen? Der Tempel der heiligen Asche. Oder das, was von ihm übrig ist. Dies ist der Ort, an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Ja, Cullen war... gab's schon im ersten Teil. Cullen war auch dort. Ziemlich guter Mensch. Ziemlich guter Templer, um genau zu sein. Also für einen Templer war er ein ziemlich guter Mensch. So kann man das doch ganz gut beschreiben. Nein, wirklich. War ein richtig guter Typ. Und wir sehen gerade, dass wir... Stufe 6, warum Stufe 6? Was ist das für... Was? Ne? Was wollte ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, Tempel der Heiligen Asche. Da kommen wir her, das haben wir im Einser quasi, naja, aufgebaut ist falsch, aber gegründet. Also durch uns konnte man den zur Heiligen Asche überhaupt herkommen. Andraste ist halt so die, ich weiß gar nicht, war es glaube ich die Mutter vom Erbauer? Ach Quatsch, die Frau vom Erbauer? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, die war heilig und ist heilig. Und der Bauer ist natürlich der Gott. Ne? Das hoffe ich, habt ihr euch gedacht. Gott, sehe ich dumm aus. Geil. Ihr seid hier. Dem Erbauer sei Dank. Liliana. Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Ich nehme an, ihr habt einen Plan, wie ihr mich darauf bringen wollt. Nein. Dieser Riss war der erste, und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen. Und seid vorsichtig. Alles klar. Ja, Liliana. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Kennt man auch aus dem ersten Teil. Danke. Bringt mir das Opfer. Oh Mann. Was ist das? Ich vermute die Person, die Bresche erschaffen hat. Ja, die war bei uns ein Gruppenmitglied, die war ein Schurke, Schurkin, und gehört zu einer kleinen, ich weiß nicht, Assassinen-Spionen-Familie an, aus Orlais, dem zweiten Spielplan, den wir später noch sehen werden, den wir hier handeln können. Ja, hat auch im zweiten Teil was zu tun gehabt, weil die beiden, die Sucherin und Liliana, quasi mich, Ork, gesucht haben, weil ich natürlich der Bösewicht war, weil... Die wussten es halt nicht und deswegen sollte Warwick als Verhör die Geschichte erzählen und das ist quasi das Spiel gewesen. Also sehr interessant, aber nicht sehr tiefgründig. Dieses Zeug hier ist rotes Lyrium, Sucherin. Ich sehe es, Warwick. Aber was macht es hier? Magie könnte sich des Lyriums unter dem Tempel bedient und es verderbt haben. Es ist böse. Was auch immer ihr tut, berührt es nicht. Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das ist die Stimme der göttlichen Justinia! Rote Lyrium, deswegen Warwick weiß Bescheid, weil er mit Hawk in den Tiefen war, also in den tiefen Wegen, gegen die dunkle Brut gekämpft hat und sein Bruder, mit der das die Expedition finanziert hat, hat rotes Lyrium gefunden und hat ihn, er wurde halt verderbt und hat uns dann zurückgelassen. Gab einen ordentlichen Familienstreit, das kann ich euch flüstern. Oh, ich hab ihn so verhauen. Dem Lappen, Alter. Dummer, dicker, fetter Zwerg, Alter. Tach. Hilfe!
geht hier vor? Das war eure Stimme und ihre Heiligkeit. Aber... Was geht hier vor? Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Tötet ihn sofort! Ihr wart dort! Wer waren die Angreifer? Und die Göttliche? Ist sie... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht. Danke. Echos dessen, was hier geschehen ist. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorübergehend. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung! Alles klar. Gebe ich richtig, ey. Es sind noch sehr viele Cutscenes jetzt am Anfang. Das tut mir echt leid, aber da müssen wir leider durch. Oh shit. Der sieht geil aus. Jetzt! Ich weiß nicht, ist das ein Dämon des Zorns? Nein, des Hochmuts. Sorry. Es gibt, ich habe vorhin ja erklärt, dass es gute und schlechte Dämonen gibt. Wo renne ich denn hin? Kommt mal klar? So, stopp. Es gibt unterschiedliche Dämonen. Ja. Es gibt die großen Präsenzen und die kleinen Präsenzen. Die kleinen sind natürlich nicht so wichtig. Aber die großen sind Hochmut, Zorn, Hingabe, Leidenschaft? Keine Ahnung. Ah, doch. Dämon der Leidenschaft, der Lust, irgendwie sowas. Die kommen halt immer raus. Ja. Die sehen auch dementsprechend groß oder dick oder gefährlich aus. Der Wollust, ich glaube, der Wollust war es. Der Dämon ist verwundbar. Alle drauf. Alter, da werden gerade so viel Schaden gemacht. Bruder, was ist denn los? Krank. Immun, was immun? Oh no, no, oh. Auf schwer gestellt? Warum machen wir so viel Schaden? Ja, und die, dem werden wir wahrscheinlich noch öfters begegnen. Das sind so viel Schaden eigentlich. Die sind auch ziemlich cool. Alles klar, stoppen. Die greifen, warum auch immer, mich an. Zack. 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 Erstmal müssen wir die töten, dann nerven die uns nämlich nicht und dann kann ich nämlich wieder den Riss schließen. Ach komm, hau doch ab, Mann. Frisst den scheiß Schaden. Truff, Kinder, truff, kommt. What the fuck? Was war das denn? Oh no. Warum stirbt mein Tank? Warum sterben wir alle? Willst du mich verarschen? Und ich frag noch, ob das schwer ist. Willst du mich verarschen? Scheiße, der Almgandi ist tot. Die trinkt erstmal einen Heiltrank. Komm, wir gehen weiter. Komm, alles klar. Halt deine Fresse. Entschuldigung für manche Ausdrücke, aber Alter. Komm, tank den Scheiß. Komm. Okay. Halt doch dein Maul, was er mit uns macht. Scheiß auf deine Position wegen. Bewegen, sorry. Haben wir's? Danke. Jetzt alle drauf ballern. Zack. Drauf. Alter, warum hat denn der so viel Schaden gezogen? Uiuiui. Alles klar. No.
Alter, leck mir Arsch. Wert war close. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warte mal, wenn ich jetzt auf die Tusse wechsle, die ich mir einfach trotzdem gebe, ne? Oh, Barriere, ich liebe dich, Solus. Gib ihm doch, gib ihm doch, gib ihm doch. So. Die rennt trotzdem, diese dummen Drecksdämonen rennen trotzdem. Auf ihn drauf. Mann! Alles klar, wir laufen jetzt. Ne, wir müssen eigentlich. Warte, pass auf, wir laufen hier hin. Somit hat die Zeit drauf, die zu reagieren können. Reagieren zu können, oh mein Gottes Willen. Weil wenn ich jetzt da rüberlaufen würde, hier hin, dann wären wir auch in der Nähe von dem Dicken. Der muss erstmal auf uns zukommen. Komm schon, lauf, 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 lauf. Oh, Cassandra, mach mir keinen Scheiß. Oh Gott. Panik, irgendwas. No, 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 no. Oh, fuck, da war ich zu langsam. Komm, wir sind da drauf. Ach nee, scheiße, ich muss erst. Dumm von mir. Schnell mal einen Trank. Dann mache ich das. Die hat Trank getrunken, sehr gut. Also ihr seht, es ist nicht so schwer, aber es ist. Ginge bestimmt einfach. Warum ist denn der auf jeden. Alles, was ich mache, ist der immun. Komm, hier drauf, drauf, Kinder. Der muss jetzt sterben. Ich will nicht noch eine Runde überleben. Komm, komm. Komm, komm. No, 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 no. Easy Dodge. Easy Dodge. Komm, 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 komm. All drauf, all drauf, all drauf. Cassandra, genau. Oh Gott, Cassandra. Komm, 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 komm. Noch ein Hit, ich sehe das doch. Das ist nur ein Hit. Yes, nice. Fick auf ihn. Entschuldigung. Soll ich das rauspiepen? Da soll ich, muss ich sowas rauspiepen. Tut es! Tut, alles klar. Wird rausgepiept. Entschuldigung. Oh je. Haven, wir sind so tolle Menschen. Mhm. So, Squadders, das war wieder eine neue Folge Dragon Age Inquisition für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst doch ein Träumchen hier. Ihr wisst schon, Däumchen wären Träumchen. Folgt uns, sonst werdet ihr verfolgt. Ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt Spaß bei dem, was ihr tut. Cooler Squad out!